Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, allerdings haben wir im Moment sehr getrübte Stimmung hier. Der EP ist auch gerade schon rausgegangen. Wir haben die letzten zweieinhalb Stunden alles Mögliche versucht. Und zwar haben wir unseren Stand, also das, was ihr hier seht, das ist ja das, was wir aufgenommen haben. Den haben wir rüber kopiert auf einen Server. Das ist allerdings schon eine Weile her, also ein paar Tage her, damit wir endlich mal ein bisschen vorankommen. Weil das Problem ist, wir haben in der Regel so... Danke, dass du mich hier weghaust. Wir haben in der Regel immer so einen Tag pro Woche Zeit, wo wir tatsächlich die Folgen aufnehmen. Wenn es ganz, ganz gut läuft, haben wir auch mal zwei Tage die Woche, wo wir aufnehmen können für Palworld. Oder generell aufnehmen können aktuell. Und ja, das große Problem, was wir dann haben, ist natürlich, die Ressourcen erhalten wir immer nur, wenn wir online sind. Das habe ich ja schon mal in einer der vorherigen Folgen erwähnt. Deswegen hatte ich ja auch ursprünglich schon mal die Zeit hochgeschraubt für die Eier hier, damit die jeweils nur zwei Stunden höchstens brauchen mit dem größten Ei, sage ich jetzt mal, was man so ausbrüten kann. Deswegen war das ja teilweise so bei einer halben Stunde, wo wir dann was gemacht bekommen haben, wo wir das dann ausbrüten konnten. Oder manchmal war es auch eine Stunde und so weiter. Aber das war ja noch okay. Das war dann wirklich noch innerhalb der Laufzeit, wenn wir online waren. Das Problem ist natürlich, dass dann viele Sachen, wie zum Beispiel, wenn hier gefarmt wurde, wenn hier Holz und Steine und so weiter gesammelt wurden, die sind natürlich alle dementsprechend auch schlecht von den Zahlen her. Und wir brauchen unheimlich lange, bis wir dann wieder was haben, das wir bauen können. Selbst wenn wir das jetzt in der Zeit alles gesammelt bekommen, wenn wir online sind, wollen wir euch natürlich nicht nur zeigen, wie wir die Base am Bauen sind, beziehungsweise wie wir die Ressourcen dazu am Zusammensammeln sind. Deswegen haben wir jetzt zwei Alternativen gehabt. Entweder schrauben wir tatsächlich die Werte hoch von dem lokalen Platz oder wir holen uns eben einen Server. Das Letztere habe ich dann gemacht. Hat auch soweit alles wunderbar funktioniert. Bis das Update kam, also wahrscheinlich liegt es am Update, wir wissen es nicht hundertprozentig. Und seitdem, abgesehen davon, dass dieses Rumbacken hier die ganze Zeit ist, seitdem kann ich keine Pals mehr aufheben. Also wir haben es alles probiert. Wenn ich rumlaufe, es kommt kein V. Ich kann die nicht aufheben. Selbst wenn ich V die ganze Zeit drücke und spamme, außer dass ich da immer wieder durchbacke, was übrigens auch bei dem normalen Stand nicht gewesen ist und auch bei anderen Servern nicht war, es funktioniert nicht. Dann hat der Epi auch noch die Sache gehabt. Was läuft denn da hinten jetzt im Hintergrund rum? Da läuft irgend so komischer Prahl rum, den ich noch nie gesehen habe. Dann hat der Epi noch das Problem gehabt, dass wir auf einmal zwei Bosse hier stehen hatten. Das war auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich blende euch jetzt mal eben kurz davon ein Bild ein. Ja, dann haben wir noch einige andere Sachen probiert, weil wir die Pals nicht hochheben konnten. Und das Problem ist, sobald wir hier zu dieser Base rübergeportet sind und auch hier bei uns in der Base, die Schildkröten haben keinen Schaden gemacht. Das heißt, die haben die ganze Zeit um diese Erzvorkommen gemacht, aber es wurde nichts abgebaut und es wurde halt, also es wurde nichts abgebaut, weil kein Schaden auf diese Erzvorkommen gemacht wurde von den Kröten. Ich habe das mal 10 Minuten einfach laufen lassen und habe danach dann nochmal geguckt. Und die Dinge haben sich auch nicht bewegt. Also sie sind nicht kleiner geworden, diese Vorkommen, dass das vielleicht irgendwie verbuggt ist, wenn das runterfällt. Nein, sie haben tatsächlich keinen Schaden drauf gemacht. Wir haben keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen gewesen. Dann haben wir es so gemacht, dass ich jetzt alleine in der Gilde bin, der Epi ist ausgetreten. Wollte das mal ausprobieren, hat da unten jetzt eine eigene Palbox hingestellt, hat ein bisschen kurz rumgebaut. Seine Pals hat er da auch wieder gehabt, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Er konnte seine Pals auch nicht aufheben. Das Problem ist, können wir die Pals nicht aufheben, können wir dem Pals natürlich auch keine Arbeit zuweisen. Damit fängt es dann auch schon mal an. Und es ist halt etwas, was doch recht essentiell ist im Spiel,
Dementsprechend haben wir jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen nochmal komplett von vorne an. Das würden wir euch dann nicht zeigen. Wir würden dann ungefähr bis zu dem gleichen Level nochmal hochleveln. Was natürlich wiederum blöd auch wäre, beispielsweise bei mir, ich habe schon 53 registrierte verschiedene Arten, also manche ja auch mehrfach, und 71 Begegnungen. Das ist zwar nur knapp die Hälfte von dem, was ich privat habe, aber es ist trotzdem schon eine ganze Menge halt eben, was wir uns gespielt haben. Ich stehe jetzt kurz vor Level 28. Ich glaube, der EP war so 29, 30. Der war ein Ticken über mir, meine ich. Wir haben natürlich schon sehr viel gebaut. Ist natürlich alles nicht so einfach. Ich habe den alten Stand lokal auch nicht mehr gefunden. Das heißt, wir müssten uns dann wirklich was zu was entscheiden. Hier können wir jedenfalls nicht mehr weitermachen, weil man ja halt die Funktionen nicht hat. Ich meine, ich kann hier alles machen. Ich kann hier zum Beispiel die Sachen erhalten und alles. Aber sobald ich versuche, irgendein Pal aufzunehmen, backe ich da so ganz komisch rein und raus. Aber das V kann ich nicht benutzen. Also das ist ganz komisch. Sogar das F habe ich ausprobiert. Da hole ich dann halt meinen Pal mit raus. Aber das V kann ich nicht benutzen. Und das ist halt, ja, es ist halt eine Rieseneinschränkung vom Spiel her, bin ich ganz ehrlich. Deswegen müssen wir uns echt mal was überlegen. Ich wollte euch jetzt nur mal eben auf den neuesten Stand halten. Das ist alles irgendwo Mist. Wir versuchen da noch irgendwas wiederherzustellen von dem Punkt vor dem letzten Update, was gemacht worden ist. Also heute ist der 13.12. Gestern am 12.12., glaube ich, war es, da war das letzte Update und seitdem funktioniert halt gar nichts mehr auf dem Server. Ja, das ist also quasi nur so ein kleines Infovideo im Endeffekt. Es liegt übrigens nicht an dem Fotomod, das haben wir schon probiert. Also der EP hat dann bei sich auch mal einen Server eingerichtet, da bin ich raufgegangen, da funktioniert alles einwandfrei. Deswegen gibt es halt nur noch die Variation, entweder kriegen wir das Ganze repariert, was aber wohl ein bisschen länger auch dauern könnte, oder wir müssen halt nochmal komplett bei Null anfangen. Dann würde ich aber persönlich sagen, damit es nicht zu lange dauert, bis wieder neue Folgen kommen, dass ich mich dann hocharbeite. Also, dass ich dann wirklich die Werte was nach oben schraube, dass wir mehr Ressourcen bekommen, dass wir die schneller bekommen, dass wir halt schneller tatsächlich auf das Level kommen. Eventuell dann auch bis auf das Level hochgrinden. Also mit der Erfahrung, die wir heute haben, können wir natürlich schneller dieses Level erreichen. Der ganz große Nachteil liegt halt eben weniger am Bauen, sondern mehr daran, dass die ganzen Pals halt eben auch wieder eingesammelt werden müssen. Und das ist das, was ich so richtig, richtig, richtig mies finde. Und ja. Also das nur schon mal so als Info für euch, dass im Moment gerade gar nichts funktioniert. Es lebe die Technik, juhu. Das ist ähnlich wie mit dem Internet. Alle jubeln über das Internet und alle sagen, ja, Homeschooling, sage ich schon, Homeoffice und so weiter, wunderbar und ist eine gute Erfindung in Anführungszeichen. Ja, sobald man es aber macht, oder wie ich jetzt beispielsweise, ich bin auch hundertprozentig vom Internet abhängig. Und eins und eins hat nur Probleme gemacht, die letzten, ja, den letzten Monat ungefähr. Ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber irgendwie scheint ja fast gar nichts mehr zu funktionieren. Man muss immer Glück haben, dass man noch Internet hat. Ja, es ist halt eben, man ist von Technik auch abhängig und wenn da mal was nicht funktioniert und man tatsächlich erstmal keine Lösung sieht. Ich meine, ohne den Epi, bin ich ganz ehrlich, wäre ich komplett aufgeschmissen, weil er hat das technische Know-how, ich nicht. Er kennt sich mit Servern und so weiter aus, weil er solche Sachen halt beruflich macht. Ich nicht. Das Einzige, was ich beruflich gemacht habe über einige Jahre, das war Homepages erstellen, aber das ist bei weitem nicht so kompliziert. Deswegen, ja, also es tut mir leid, dass ich da jetzt im Moment heute keine besseren Nachrichten habe. Falls jetzt die nächsten Tage erstmal keine Videos hochgeladen werden können von Palworld, dann liegt es daran. Ich werde aber auf jeden Fall schauen, was ich machen kann und ich werde so viel wie möglich gucken, dass ich da hochlevel. Sollten wir uns tatsächlich für die Variante entscheiden, alles nochmal bei Null anzufangen. Es ist jetzt fast 1 Uhr nachts. Das heißt, der Epi braucht seinen Schlaf, ich auch. Wir müssen beide ein paar Stunden wieder aufstehen. Und er wird auf jeden Fall, wenn überhaupt, vor übermorgen
keine Zeit dazu haben, da wirklich mal intensiver nachzugucken. Deswegen, ja, kann ich halt leider, leider, leider nicht sagen, wann das nächste Video kommt. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Videos so zwischendurch hochladen kann mit ein paar Tipps und Tricks von meinem privaten Stand. Da habe ich ja schon sehr viel durch. Da habe ich mittlerweile auch bis auf einen von diesen doppelten, ja, ich sag mal, epischen Pals, habe ich bisher auch alle vier epischen Pals gefangen. Also eigentlich sind es ja fünf, weil der eine ist ja doppelt. Nee, stimmt gar nicht. Es sind, der eine ist doppelt, ja, das ist richtig, aber es sind insgesamt trotzdem nur vier, glaube ich. Und mir fehlen halt nur noch sieben Pals oder so, bis ich den Dex halt eben voll habe. Aber soweit sind wir halt noch lange nicht beim Let's Play. Deswegen möchte ich auch so wenig wie möglich von meinem privaten Stand zeigen. Außer das Video, was ich halt eben heute freigegeben hatte, wo ich diesen Basenumbau hatte. Ja, da müssen wir wirklich mal gucken. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Ich denke mal, dass wir dann aber auch diese Base hier wohl nicht mehr nutzen werden, dass wir die dann tatsächlich woanders hinbauen werden, wo es halt eben vielleicht auch ein bisschen schöner aussieht und ein bisschen besser ist von der Umgebung her und so weiter. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich bin ehrlich gesagt tierisch müde mittlerweile und noch mehr enttäuscht, gerade auch weil die letzten Stunden halt eben wirklich nichts gebracht haben. Aber was will man machen? Ja, der Tiefhand, der will mich, glaube ich, der will mich nicht trösten, sondern er wollte einfach nur vorbei. Also auch dieses Rein- und Rausbacken in die Pals, das ist halt total seltsam. Es hat nichts funktioniert mit dem Auflösen. Wir haben schon die Palbox an einer anderen Stelle, haben wir schon kaputt gemacht, wieder neu aufgebaut. Da, wo unsere Mine sozusagen ist, also wo die Erzvorkommen sind, hat auch nicht funktioniert. Wir haben die Glocke mehrfach geschlagen, wir haben die Pals rein und rausgenommen, Server neu gestartet. Wir haben alles probiert, wirklich in alle Richtungen alles ausprobiert, aber es funktioniert halt nicht. Und da es leider nicht so einfach war mit diesem Spielstand und das alles nochmal komplett umgemodelt werden musste, weiß ich natürlich nicht, inwiefern das dann wieder funktioniert mit dem, ob wir vielleicht mit einem Backup das eventuell repariert kriegen können, wenn wir alles nochmal neu aufsetzen und das Backup einspielen. Das wäre noch eine Option. Wir probieren auf jeden Fall alles. Wir sitzen fieberhaft dran, solange wir können, beziehungsweise sobald wir können, aber. Ja, es tut mir leid, dass ich im Moment keine besseren Nachrichten habe. Es ist für mich natürlich auch extremst blöd. Extrem scheiße, besser gesagt. Auch wenn man nicht fluchen darf auf YouTube. Aber was will man machen? Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schlecht zu handeln ist mit diesen fertigen Servern. Nur, ehrlich gesagt, habe ich auch nicht das Geld, um da 25 Euro für einen Server auszugeben, wo man das drauf basteln müsste, weil die funktionieren anscheinend. Nur die fertigen Server, da habe ich halt eben, oder mit einem davon habe ich halt das Problem jetzt gerade aktuell. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich im Moment keine besseren Nachrichten habe. Ich wollte euch nur darüber informieren und ich sag mal erst bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.